Ho letto che gli Esseni, la comunità presente in Palestina fra il II secolo a.C. e il I secolo d.C., indicavano gli iniziati come vivi e non iniziati come morti, mentre iniziare qualcuno era indicato come tramutare l'acqua in vino. Perché? Perché l'iniziazione avvia l'uomo ad una maggiore evoluzione che lo trasforma, perché lo trascende. Ma la vera iniziazione non è mai un atto esterno, è solo interno all'uomo. Something inside is burning me. I cannot find what I can see. It could be too late, late for me. Im Jahre 1949 entsteht ein großer Rummel um einen Mann namens Bruno Gröning, der in den Medien als Wunderheiler bekannt wird. Tausende Menschen suchen ihn in verschiedenen Städten Deutschlands auf. Immer wieder hört man von neuen, unglaublichen Heilungen. Selbst von Ärzten als unheilbar diagnostizierte schwören auf seine wundersamen Kräfte. Die einen bezeichnen ihn als Messias, andere als Scharlatan. Ich war heute in Rosenheim am Traberhof. Du glaubst gar nicht, was da los ist. Da waren tausende Menschen und der Gröning, der sprach. Ach Gott, der Gröning. Fängst du schon wieder damit an? Da waren so viele Kranke in Rollstühlen, auf Tragbaren. Und plötzlich sind da welche aufgestanden. Nun hör aber auf. Ich hatte eine gelähmte Hand. Ich konnte den Löffel nicht mehr zum Mund führen. Und diese gelähmte Hand wurde zwar behandelt. Wir haben alles gemacht, was möglich war. Aber sie war immer noch gelebt.